Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Hier haben wir Rufus. Kann ich mit ihm noch irgendwas machen? Nö. Ich kann nur noch einen Taschendiebstahl riskieren. Sonst haben wir hier niemanden mit Namen, außer den einen Schmied. Was ist mit ihm? Rebell. Und weiter unten haben wir noch jemanden. Morgentau nehmen wir mit. Rebell. Hi. Darf ich hier rein? Wo führt das denn hin? Speicher lieber vorsichtshalber. Nicht, dass ich jetzt irgendwo reinlaufe, wo ich angegriffen werde. Ah, okay. Private Gemächer von Eisenader. Hier gibt's Eisen. Okay, nice. Ich lass mal die Fackel an. Dann haben wir es hier ein bisschen heller. Krötenwurz nehmen wir mit. Ist krass, dass Pilze hier auf Stein wachsen. Das sieht für mich aus wie Stein. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, Morgentau nehmen wir mit. Hast du einen Namen? Hallo, Rebell. Da ist wieder ein Pult. Ein Buchständer, Entschuldigung. Hier steht was über Alchemie. Nice. So. Bist du der Chef? Verdammt, was ist los? Nichts, nichts, alles gut. Ich wollte dich nicht wach machen. Der sieht aus wie der Chef. Roland. Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Ja. Man sagt, er sei vielversprechend. Sie haben nicht übertrieben. Und du hast dir das Sagen? Du hast dir das Sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Okay, was mit deinen Männern passiert? Was ist mit deinen Männern passiert? Montera hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Du bist ein ehemaliger Paladin? Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Erzähl mir mehr über Gotha. Erzähl mir mehr über Gotha. Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Ich fürchte, wir haben einfach zu lange auf den richtigen Moment gewartet. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen? Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Vengard führt. Die Untoten in Gotha sind besiegt. Die Untoten in Gotha sind besiegt. Bei Innos. Endlich ist der Fluch der Schamanen gebannt. Der Dank aller aufrechten Männer dieses Landes ist dir sicher, Fremder. Nimm dieses Gold als bescheidenen Tribut von uns allen. Du wirst es brauchen, um Gotha wieder aufzubauen. Die Stadt soll wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Sprich mit Sean. Er soll alles Nötige veranlassen. Lass uns Montera erobern. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware.
So, warte mal. Leder plus. Du bist in Ordnung. Ja, nice. Okay, können wir uns leisten. Goldausgleich. Kostet 20.000. Holen wir uns das Ding. Haben wir jetzt eine bessere Rüstung? Warte mal. Ziehen wir das an. Können ihm dann den anderen da wieder verkaufen, ne? Zeig mir deine Ware. Dann darfst du den hier wieder haben. So, tauschen. Was hat er hier noch? 200? Na, seine Waffen sind nicht besser. Habe ich sonst irgendwas, das ich ihm verkaufen kann? Nö, ich glaube nicht. Ah, wegen dem Teleportstein? Ich habe einen Teleportstein, der zur Hauptstadt Vanguard führt. Dann benutze ihn. Schnell, sprich mit dem König. Erfahrung plus 1000 nochmal. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mach mal später. Speicher das jetzt mal. So. Ich höre hier irgendwas grunzen. Wer ist das? Dorn. Wenn du Gold und Silber hast, bring es mir. Ich mache dir einen guten Preis dafür. So, was machst du hier? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Eisenmine hier. Nebenbei achte ich darauf, dass wir trotz der schwierigen Situation nicht verarmen. Ich nehme es den Reichen und verteile es unter den Männern hier. Okay, verstehe. Du bist ein Dieb und stiehlst für die Rebellen. Verstehe. Du bist ein Dieb und stiehlst für die Rebellen. Vor dem Krieg war ich ein einfacher Bauer in Geldern. Heute sammle ich Artefakte. Tja, im Krieg ändert sich so manches. Ja, erzähl mir mehr über Artefakte. Erzähl mir mehr über Artefakte. Die Relikte des alten Volkes sind in diesen Tagen mächtig an Wert gestiegen. Einige davon sollen sogar magische Fähigkeiten besitzen. Am wertvollsten scheinen die göttlichen Artefakte zu sein. Der letzte Spähtrupp aus Montera soll eines dieser Dinger gefunden haben. Was gibt's in Geldern zu holen? War lange nicht mehr dort. Dort liegen aber bestimmt noch ein paar hübsche Artefakte. Wir sollen Gotha wieder aufbauen. Gut. Ich werde nach Gotha gehen und kümmere mich darum. Allerdings brauche ich Gold dafür. Mindestens 1000 Goldmünzen. Hier hast du 1000 Gold für Gotha. Danke, Mann. Das wird reichen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. So, Ruf bei den Rebellen hat schon... Nice. 23. Gibt's hier noch jemanden? Mit Namen? Rebell? Warum weckst du mich? Rebell? Alles gut, ich wollte euch nicht wecken. So, Dämonenpilz. So, Morgentau nehme ich auch mit. Was ist mit denen? Folgt ihr etwa mir oder wie? Ich würde jetzt nach Gotha gehen wollen. Und gucken, ob wir den auch da finden. Wo kommt der denn bitte her? Jetzt ernsthaft, wo kommt der her? Da ist noch so ein Mistvieh. Ernsthaft, wo kommt der her? Ich bin gerade ein bisschen perplex. Tut mir leid. Will ich helfen? Wem hast du's gezeigt? So, Pfeil. Von dem gibt's nichts zu holen. Pfeil, nehme ich mit. Ja, ich wollte einen Pfeil. So, Pfeil. Hier ist jetzt aber keiner tot, oder? Ich denk darüber nach. Ich weiß nicht, ob du recht hast. Am besten du erledigst es selbst. Pfeil nehme ich mit auf jeden Fall.
Liegen hier noch mehr Pfeile? Ne. Irgendwann ist doch das vorbei. Ich weiß, Mann, ich weiß. Alle leben noch immerhin. So, ich will jetzt aber nach Gotha. Ich will gucken, was, wie es bei Gorn da jetzt aussieht. So, wo genau befinden wir uns? Weiter in diese Richtung müssen wir gehen. Hier haben wir ja auf jeden Fall eine Art Straße. Würde ich sagen. Hier auch nochmal so eine Art Brücke. Da will ich nicht hin. Ich sehe zu, dass ich hier irgendwie an dem Schattenläufer vorbeikomme. Genau, hier sind die Wölfe. Wir müssten hier gleich... Ah, hier sind wir. Okay, aber wenigstens waren wir jetzt einmal in Okara. Was ist denn das eigentlich, was leuchtet hier, dieser Stein? Ich würde gerne wissen, was das für Steine sind. Hatten wir das hier schon gelootet? Ja. Und das hatten wir auch schon. Es ruckelt mir echt zu viel. So, da lang. Da müssen wir dann in Okara ankommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Orks vor Okara, vor Gotha, ausschalten müssen. Ob das wichtig ist, ob das relevant ist. Ob die noch vorhanden sind, weiß ich auch nicht. Wo sind die Orks? Jetzt ernsthaft, wo sind die Ochsen? Die hier mal waren. Sind die jetzt weg? Weil ich den Chef besiegt habe? Weil ich da oben dort befreit habe? Sind die jetzt alle da oben? Nehme ich mal alles mit, was hier rumliegt. War da noch was? Nö. Ich nehme einfach mal alles mit. Teleport nach Gotha. Habe jetzt noch einen. Kann ich einen Teleportstein verkaufen? Oder abgeben vielleicht? Rot, nice. Sonst gibt's hier nichts, okay. Hier, der Dämon liegt da immer noch. So, Rebell, Rebell. Befreiter Sklave. Ich brauche meinen Schlaf. Ja, okay. Aber hier sind immer noch diese Spinnenweben. Miet. Hier noch ein befreiter Sklave. Befreiter Sklave. Befreiter Sklave. Perfekt.
Okay, wir haben das Ding hier. Also Gotha ist jetzt unsere Stadt. Dass wir wieder aufbauen, unsere Basis. So, wie sieht's in der Mine da aus? Gibt's hier noch Leute? Ist an sich eigentlich gut, dass hier jetzt... Also, dass wir schon vorher alles gelootet hatten. Kann uns keiner jetzt hier anschwärzen, dass wir hier dann irgendwie noch was klauen oder so? Ich hätte jetzt aber selber gern auch mal ein Bett frei. So, ich mach mal die Fackel weg. Alchemist, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, das darf er haben. Die Armbrust darf er haben. So, ein von Gotha. Nein, den behalte ich erst einmal. Vielleicht muss ich ja einen abgeben. Goldausgleich. So. Bett. Benutze ich jetzt mal. So, bis zum nächsten Morgen. Okay, aber die Untoten liegen hier nicht mehr rum. Gibt es hier noch mehr Leute mit Namen? Rebell, befreiter Sklave, Rebell, befreiter Sklave, befreiter Sklave. Warum gucken die mich böse an? Ich habe euch die Stadt hier befreit, hallo? Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Der letzte Schuss. Händler, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das hätte ich dir vorher sagen können. Nein. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich wünschte, dass mit den Spinnennetzen würde ich hier mal weggehen. Und die das dann auch richtig aufbauen wieder. Ich dachte, hier wäre auch jetzt ein bisschen was anders. Und dass daraus dann vielleicht eine Innenstatue gemacht wird. Wo ich glaube, das wird nach und nach. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Hör bloß auf mit der Scheiße. Wenn er so weitermacht, wird das nie wahr. So, Rebell, Rebell, Schmied. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ja, der hat auch nichts. Das ist auch nichts Besseres. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Klar, warum nicht? Ich weiß, Mann, ich weiß. Wo ist eigentlich Gorn hin? Und es kommt noch schlimmer. Hatten wir das hier schon gelesen? Hier steht nichts Neues. Okay. Unmöglich. Ach so. Unmögliche Truhe. Sonst hatten wir alles. Ah. Hier ist mein Thron. Den hatten wir noch nicht gelesen, oder? Den kann ich auch nicht lesen, warum? Das hat uns gerade noch gefehlt. Als wenn das so einfach wäre. So, müsste Dings nicht langsam da sein? Hier, wie hieß der nochmal, Schorn oder so? Für den Wiederaufbau?
Weißt du doch, oder? Ne? Müsst doch langsam da sein. Ist er das? Ne, befreit der Sklave. Ja. Okay, aber immerhin ist es jetzt voll mit Rebellen. Schauen, da ist er. Weißt du eigentlich, was das für eine Plackerei ist, eine ganze Stadt wieder aufzubauen? Ich glaube, ich muss später nochmal wiederkommen, oder? Aber ich würde wirklich den Wiederaufbau hier sehen wollen. Aber wenigstens ist er schon da. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich denke drüber nach. Glaubst du wirklich? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Da haben wir ein mächtiges Problem. Nee. Schaut es meinen Rat an. Nichts Neues. Seit wann, Gorn, seit wann rauchst du? Sich von selbst. Ich weiß, dass du trinkst, aber seit wann rauchst du? Was macht er jetzt? Was hat er denn vor? Er wird jetzt nicht der König von Gotha, oder? So, du bist jetzt hier? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Hat nix. Ich weiß nicht. Warte mal, war hier nicht die unmögliche Truhe? Ne. Was kann denn schon los? Egal, wir kommen hier später wieder. Aber ich finde es schön, dass wir Gotha quasi befreit haben und als unsere Stadt jetzt sehen können. Ich speichere nochmal. Und dass hier unten eigentlich von Orks frei ist, aber ich hätte die dann vielleicht lieber selber einmal erledigen sollen, können, wollen. Apropos, kann ich da hoch? Gibt es da einen Weg hoch? Tatsächlich. Hier war ich noch nicht oben. Rebell? Rebell? Okay, die Rebellen haben das hier dann von den Orks befreit, die hier unten waren. Okay, warte mal. Ah, ich wollte ja die Dings hier auch noch verkaufen. Geh ich nochmal zu den Händlern. Ich brauche ja kein Gegengift mehr. Hier, Schmied. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, wo haben wir das? Hier, Vergiftung heilen. Darfst du hoppala. Da unten ist es jetzt. Und hier, Gegengift. So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich nicht brauche? Du solltest meinen Rat annehmen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Dann würde ich einmal den nach Vanguard aussuchen wollen. Tempel von Vanguard. Warte mal, ich rüste den mal aus. Jetzt ist nur die Frage, wie benutze ich das? Bitte sag mir jetzt nicht, dass es hängt. Ah. Bleib stehen.
So. Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremder. Hi, Markus. Was ist hier los? Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charypto in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Okay, was ist das für ein Ort hier? Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innos-Tempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Ich muss zum König. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Okay, sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremde. Gib mir den Feuerkelch. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Okay, was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit, Fremde. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern... Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Ja, was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Okay, Na, warte, Bürschchen! So. Ja, komm, komm. Den haben wir. Nehmen wir alles mit. Alter, hier einfach einer nach dem anderen am drauf gehen. Aber ey, hier ist die schöne Musik. Von hier habe ich das. Von der Endcard also. So, Rebell ist auch noch tot. So, nehme ich wieder alles mit. So. Nein, nicht den Markus anvisieren, den Ork. Jo, ich habe hier definitiv gleich ein Problem. Da kommt schon der nächste. Wie viele Orks sind denn hier bitte? Jo, ich hab hier definitiv ein kleines Problem. Die sterben hier alle. So, hier bin ich erstmal in Sicherheit und speichere noch einmal. So. Einfach unglaublich viele Orks hier kommen. Ich hoffe, der Markus da hinten ist unsterblich. Alter, das Anvisieren ist echt für den Arsch. Jetzt ist vorbei mit mir. Hier habe ich geladen. Alter, okay, die Stadt ist wirklich echt am Arsch hier. Ich glaube, ich...
Ich müsste hier wieder mich rausporten. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn ich mich hier wieder raus teleportiere. Ich bin aber innerhalb der Barriere von Vanguard. Natürlich kommt da jetzt gleich wieder jemand. Okay, der kommt. Ah, die kommen trotzdem zu zweit. Jo. Okay, den haben wir. Den habe ich auch. Okay. Heiltrank. Und nochmal was snacken. Ah, da kommt schon der nächste. Wie viele Orks? Okay, vereinzelt komme ich gegen die an. Da kommt jetzt noch einer. Wo kommen die alle her? Wow. Da kommt schon der nächste. Nein! Ich sehe zu, dass ich von hier wieder wegkomme. Das sind mir zu viele Orks auf einmal. Also den Kampf werde ich so nicht überleben. Also nicht durchstehen. Vor allem, die kommen alle auch irgendwie zu mir. So, ich guck nochmal. Ich würde den hier vielleicht benutzen wollen. So, komm. Kann ich irgendwem Bescheid sagen? Deswegen Rebell. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich weiß, Mann, ich weiß. Die Musik jetzt gerade. Boah, ich hoffe, das dauert. Dieses Lied bleibt im Dauerschleife. Ich hoffe es wirklich. Hier gibt es nichts Neues. Schade. Schade, dass die Musik jetzt nicht in Dauerschleife ist. Ich liebe diese Version von der Gothic-Melodie. Das gibt doch nur wieder Ärger. Warte mal, wie viele haben wir jetzt? Feuerkelche. 5 Feuerkelche. Okay, fehlen noch 7. Speichere das nochmal. Wir waren jetzt einmal in Vanguard. So, hier haben wir noch ein Kraut rumliegen, eine Heilpflanze. Noch eine. Müssen wir in Okara auch einmal Bescheid sagen, dass es von Orks überrannt ist? Die Wacht lassen wir. Gegen die traue ich mich noch nicht. So, aber warte mal. Was bringt auch noch Gesundheit? Das bringt 1 Brot. Wir haben so viel Brot. Ich pack die mal hier hin, auch noch als Lebensmittel.
Mich wundert das eigentlich hier Dingens. Warte mal. Ne, die sind uns immer noch nicht feindlich, nur weil ich eine Dings Rebellenrüstung anhab. Der letzte Scheiß. Die sind uns gegenüber zwar. Einer deiner Sklaven hat Kontakt zu den Rebellen. Ich habe deine Weizensäcke nach Montera gebracht. Wer sagt's denn? Doch noch jemand da, auf den man sich verlassen kann. Danke. Hier, dein Sold. Jo. Die sind aber immer noch orange, beziehungsweise... Ist das gelb oder orange? Apropos, kann ich noch was kochen? Eben grillen? Nope, ich habe alles schon gegrillt. Ich habe keine Lernpunkte, aber uns fehlt auch nicht mehr so viel dafür. Aber Vanguard ist mir noch zu gefährlich, innen drin. So. Für die nächste Rüstung eigentlich müssten wir hier dann Rebellenruf 40 kriegen, ne? So, Okara braucht mehr Männer. Und zwar dringend. Wen können wir noch alles dahin schicken? Beziehungsweise hier bringt Restort das, die seltene Pflanze Staudenlobelie. Ein neuer Mann für Nemora. Hengli, der Bauernräuber. Habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Räumt den Bauernhof westlich von Trelis von Orks. Könnte ich machen. Töte die drei Urviecher im Norden. Waffen für Nemora. 10 Waffenbündel. Wie viele Waffenbündel habe ich im Inventar? 8. Also noch 2 Waffenbündel. Das hat uns gerade noch gefehlt. So. Haben wir hier noch irgendwie Quests? Wir sind ja hier in Montera. Wen muss ich noch alles fragen? Für einen Söldner gibt es hier in Montera immer was zu tun. Für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist dein Toll. Wie das? Kann ich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt? Du misstraust deinen eigenen Leuten? Wundert dich das? Verstehe, ich soll als Spitzer für dich arbeiten. Seltsame Dinge in Montera und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen, andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat. Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Sohn bekommst du Gold und Ansehen und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil meine Hütte am Westeingang der Stadt. Keine Ahnung, sprich mit ihnen, arbeite für sie, freundlich mit ihnen an. Wie du das anstellst, ist dir egal, schon klar. Ich werde schon sehen, was ich tun kann. Marek ist ein Ork-Liebhaber. Schon im Krieg hat er mit ihnen zusammengearbeitet. Achso, Sandford hatten wir. Mason hatten wir. Davon will ich nichts wissen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Du solltest meinen Rat annehmen. Gibt's hier noch jemanden vielleicht, mit dem ich reden kann? Hat der noch irgendwie vielleicht eine Quest für mich? Sobota? Ich glaube, das kriege ich nicht mehr gelöst. Oder? Beziehungsweise er hat noch einen Namen, Ford. Zeig mir deine Ware. Obwohl, warte, ich kann ihn noch die anderen Sachen verkaufen. Ne? Zeig mir deine Ware. Ich habe hier ein paar Sachen eingesammelt. Ne? Das zum Beispiel, den Jagdbogen. Die Dinger. Kuschwarok. Hellebarde.
Dann auch das hier. Den Goldpokal. Die Schatulle. So, Goldausgleich tauschen. Okay, dann haben wir Kabdun, befreie Kabdun, die Truhe des Alchemisten, vernichte die Rebellenuntergrund in Kabdun. Hier haben wir nichts mehr übrig. Und hier die scheuen Hirsche halt noch. Beseitige die 5 Anführer der Ork-Belagerung innerhalb und bringe Markus Feuerke zum obersten Feuermagier. So, tötet die Kühe des Viehhofs. Hier der Paladin Konrad mit seinem Magister-Karmakt Artefakt, plündere die Burg Treles, plündere die Höfe, töte die hinterlistigen Orga des Waldes. So, dann hier. Hier kommen wir auch noch nicht wirklich weiter. Da haben wir auch nur einen Ruf von 34. Hier haben wir noch einiges offen. Ah, ey, wir können da hin. Wir können nach Silden. Wir sind jetzt nicht mehr. Wir sind nicht mehr Gift, also gefährdet, was Gift angeht. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach Silden. Die scheiß Blutfliegen können uns nichts mehr anhaben. Habe ich voll vergessen. Finde ich gerade echt super. Warte mal, sind wir? Ja, wir müssen eher an Geldern vorbei. Ich hätte nur gern irgendwie eine bessere Waffe als das, was wir jetzt haben. Wie viel Schaden gibt das Ding überhaupt? So, Assassinschwert. 75 Schaden. Der gibt mehr. Was haben wir hier? Weizensack haben wir noch einen und Bootsabkiste mit Waldbeeren. Egal, wir gehen nach Silden. Wir haben nur noch keine Krankheitsresistenz. So, da haben wir eine scheiß Blutfliege, aber... Ich glaube, ich brauche keine Angst mehr vor denen zu haben. So, ich will nur die Waffe haben jetzt. Ich hätte nur gern einen besseren Schild, besseren Helm. Und was die Artefakte angeht, ich frage mich, was sind das für Helme oder so, was wir kriegen? Also der Helm des ersten Paladins. Hat er irgendwelche besonderen Boni? Ach, das, erschreck mich nicht, Mistviech. Kann ich aber nicht ausweiden. So. Na, Taurus, hast du was Neues? Warte mal. Wir sind ja hier. Ruf 80. Warte mal, wir könnten da ja eigentlich rein, oder nicht? Ich sage, wir rotten sie aus. Zum Chef hier. Du weißt genau, woher unsere Probleme kommen. Keinen Schritt weiter!
So, lass mich rein. Lass mich rein. Na schön, aber benimm dich. Das werde ich nicht mehr. Es ist deine Ehre. So, Krieger, Elite-Krieger. Sklave. So, Wack. Warum störst du meinen Kriegsrat? Sprich! Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Kriegsrat? Der Krieg ist vorbei. Ach, kleiner Klugscheißer. Ihr Menschen seid unterworfen. Von euch ist ja keine ernsthafte Bedrohung mehr zu erwarten. Jedoch habe ich trotzdem auf das Kräftegleichgewicht in diesem Teil des Landes zu achten. Mhm. Wer sollte euch Orks herausfordern? Wer sollte euch Orks herausfordern? Ich habe nicht von Herausforderung gesprochen. Ich sagte Kräftegleichgewicht. Die Assassinen sind unsere Verbündeten. Haben keine Irren. Sie lassen uns in ihrer Wüste Ausgrabungen machen. Des Weiteren lassen sie uns ungehindert in ihre Wüste und in ihre Städte. Dafür bezahlen wir ihnen einen Batzen Gold. Doch bei aller Freundschaft muss jemand darauf achten, dass sie nicht zu stark werden. Und das ist meine Aufgabe. Mhm. Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Du bereitest dich auf einen Krieg mit den Assassinen vor? Wir sind hier am Rande der Wüste. Wenn die Assassinen größere Heere ins Mittelland entsenden, dann werde ich das hier als erstes merken. Wenn diese Burg hier fällt, könnten die Assassinen ungehindert ins Mittelland. Das will ich verhindern. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Erzähl mir mehr über euren Bund mit den Assassinen. Im Krieg gegen die Morras waren die Assassinen sehr hilfreich. Sie haben sich um den Teil der Welt gekümmert, den wir Orks eigentlich nur selten bereisen. Die Wüste. Des Weiteren beten wir zum gleichen Gott, Belia. Es war eine strategische Entscheidung, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Und was mit den Rebellen? Was ist mit den Rebellen? Ja, richtig. Die gibt es auch noch. Und du sagst, der Krieg sei zu Ende. Ha! Die Rebellen überfallen die Bauernhöfe, verstopfen den Pass zur Wüste und bestehlen uns, wo sie nur können. Oben im Westen soll es ein größeres Lager von ihnen geben. Sie nennen es Nemura. Ich würde Nemura gern ausräuchern, aber ich habe im Moment ganz andere Sorgen, wie du weißt. Denjenigen, der es schafft, diese Brut zu zerschlagen, würde ich reich belohnen. Wenn ich es mir leisten kann, versteht sich. Und wie laufen die Ausgrabungen? Wie laufen die Ausgrabungen? Wir graben wie die Wahnsinnigen in allen Teilen der Welt, um die göttlichen Artefakte zu finden. Bisher waren unsere Bemühungen nicht so ertragreich, wie wir gehofft hatten. Nur Belia weiß, ob das Amulett, das mir aus dem Tempel im Osten gebracht wurde, wirklich ein göttliches Artefakt ist. Ich will dein göttliches Artefakt. Ich will dein göttliches Artefakt. Das sagst du. Warum sollte ich es dir geben? Es hat keinen Wert für dich. Unsinn. Ich habe ganz andere Probleme, Mora. Ich habe immer noch nicht genug Gold zusammen, um unseren Teil der Abmachung mit den Assassinen einzuhalten. Der Halsabschneider von einem Assassinen, Kabir, wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Was glaubst du, was hier los ist, wenn er sein verfluchtes Gold nicht bald bekommt? Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Ich bringe dir das Gold für die Assassinen. Du willst mir das ganze Gold bringen? Ist das dein Ernst? Das sind satte 50.000 Goldmünzen. Puh, das ist nicht wenig. Das weiß ich auch, du Schwachkopf. Aber gut, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, dann können wir uns nochmal über das Artefakt unterhalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Woher soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Soll ich das Gold für die Assassinen bekommen? Am besten du gehst zu den Bauern in der Umgebung und forderst die Pacht ein. Geh zum anliegenden Tempel und lass dir alles geben, was der Trupp dort aus dem Tempel geborgen hat. Den Rest des Goldes musst du dir wohl woanders besorgen. Ist mir egal, wie du das anstellst. Nur mach es schnell. Verstehe. Okay, wie komme ich jetzt an 50.000 Gold? Ich habe selber nur 20.000. Mit Moras hat man nichts. Okay. Oder kann ich einen Krieg zwischen den Orks und den Assassinen anzetteln? Kabir. Okay, nicht.
Kann ich das lesen? Hier steht nichts Neues. Achso, hatten wir schon wahrscheinlich alle drei. In der Zeit werden sich alle unterwerfen. Okay, aber nice. Müssen wir später auf jeden Fall machen, mit der Pacht eintreiben und so. Ich hoffe, das ist ein Artefakt, das sich auch wirklich lohnt, wenn ich das habe. Muss etwas sein, was wirklich für 50.000 sich lohnen muss. So, ich will noch weiter... Erst nach Silden. Erst Geldern, dann Silden. Neuer Snapper. Nochmal kurz speichern. Okay, der ist nicht hinter mir her. So, wenn wir aber auf die Karte gucken, ich glaube, Fading ist das letzte, was noch fehlt. Und ich glaube, von hier ist der Weg nach Nordmar. Weil bis Fading kamen wir noch nicht. So, hier will ich jetzt erst aber vorbei, beziehungsweise gucken wir mal. Hier ist unser Ruf noch nicht gut genug. Aber ich habe hier auch nicht wirklich Quests, um hier besser zu werden, um hier meinen Ruf zu steigern. Aber ich gehe trotzdem hier mal durch. Ein Steingolem. Jo, wie schnell ist der denn bitte? Speicher einmal. Ich guck mal, ob wir den besiegen können. Den besiegen. So schwer scheint er auch nicht zu sein. So, nochmal. Yo. Das war jetzt echt doof gelaufen. Muss ich schauen, dass ich das vielleicht irgendwie anders mache. Oder wir machen das in der nächsten Folge. Und dann, ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.